Hallo Leute, willkommen zum heutigen Video. Im heutigen Video habe ich für euch diese Snackbox von Vernascht die Welt, ja, mit dem Thema Griechenland. Mal sehen, was drin ist. Hier habe ich dann einmal ein Beschreibungsheftchen, wo alles drin steht, eine Postkarte. Und ja, ich fange mal an mit dem ersten dann, die Packung Jumbo Chips mit Oregano. Riecht wunderbar intensiv nach Oregano, schon die Tüte, voll extrem, super geil. Chips, so an sich auch. Bin echt gespannt. Mal probieren. Ja. Oh ja. Also die Chips machen auf jeden Fall süchtig. Super leckerer Oregano-Geschmack und schön knusprige Chips. Also ich finde das echt fantastisch. Als nächstes habe ich dann einmal Bruschetta oder Bruschetta Chips. Mit Tomate, Oliven und Oregano. Riecht aber eher so, wie wenn ich von Meerschweinchen das Futter aufreiße. Nach dem ersten Mal nutzen. Probiere ich auch mal. Mhm. Schmeckt aber um einiges besser. Mhm. Leichter Tomaten- und Olivengeschmack. Und Oregano, ja, kommt auch durch. Schmeckt ein bisschen wie eine Pizza. Gar nicht mal so schlecht. Als nächstes habe ich dann hier diese zwei Sachen von derselben Süßigkeitenmarke. Das eine erinnert mich ein bisschen so an diese Balla Ballas von Haribo. Probiere ich das mal zuerst. Hm. Ja, das Äußere ist ein bisschen ledrig, aber das Innere ist so ein bisschen fruchtig, zuckrig. Halt erinnert mich ein bisschen an diese Schaumerdbeeren. Als nächstes dann halt die Burger-Variante davon. Hier steht auch drauf, make your burger. Natürlich denkt jetzt fast jeder an diese Trolley-Variante, aber fühlt sich von der Konsistenz an, ja, nicht so wirklich, finde ich. So eine Mischung aus Trolley und Haribo, macht das Sinn? Probiere ich mal. Hm. Okay. Was ich lecker finde, ist, die sind sehr, sehr weich, das mag ich, aber viel zu süß. Also ich kann da keinen besonderen Geschmack unterscheiden. Einfach nur komplett süß. Ein bisschen schlechter als die davor. Ich glaube, ich kann noch was Herzhaftes vertragen. Als nächstes Jumbo Snacks. So kleine Ringe mit Tomate- und Käsegeschmack. Also anscheinend ein gepuffter Mais-Snack. Sieht von der Form her ziemlich witzig aus, wie ich finde. Mal probieren. Ja, okay. Ja, okay. Sehen echt witzig aus, aber der Geschmack lässt zu wünschen übrig. Halt Käse und Tomate. Vielleicht minimal, aber auch nicht wirklich. Also, ja, nichts Besonderes, wie ich finde. Als nächstes mal einen von diesen Knusperregeln, die ich hier habe. Den Kukuruku Milky. Da drin scheint irgendwie so ein Tattoo noch zu sein. Oder irgendwie ein QR-Code, witzigerweise. Ja, das sieht halt aus wie so ein typischer Waffelsnack. Probiere ich auch mal. Hm. Also eine Waffel mit Haselnuss- und Milchcreme-Füllung und einem Milchschokoladenüberzug. Kann ich auf jeden Fall so zustimmen. Schmeckt wirklich sehr, sehr lecker und nicht so penetrant, eher so milder. Das gefällt mir. Für den nächsten Riegel gibt es keine deutsche Übersetzung. Das ist ein mit weißer Schokolade überzogener Waffelriegel. Ich schätze mal, das ist auch wieder Haselnuss vielleicht da drin oder Schokolade. Probiere ich aber auch mal. Oh, der ist ja abgefroren. Oh, der ist geil. Der ist super geil. Also wirklich richtig geile weiße Schokolade, wie ich finde. Und ich glaube, innen drin ist so eine Kakaocreme zwischen den Waffeln. Also ein Top-Riegel, ey. Wow, echt cool. Weiter geht's dann mit Caprice oder was auch immer. Auf jeden Fall sind das so Waffelhörnchen mit einer Kakaocreme-Füllung. Riecht schon so ein bisschen schokoladig-kakaoig, aber auf der günstigeren Seite, sag ich mal. Probiere ich mal. Ja. Eher so Mittelmaß, aber in Ordnung.
Anscheinend sind das Schokowaffelhörnchen mit einer Haselnusscreme innen drin. Ja, kann man mal machen. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber ja, auch mal lecker zum Probieren. Als nächstes gehe ich dann weiter zu dem Derby-Riegel. Ein kleiner Snackriegel, wie es aussieht, mit Reiskrispies drumherum und einer Füllung. Die Füllung sagt mir jetzt nichts. Steht auch wieder nicht drauf, also ich kann es nur erahnen. Probiere ich mal. Okay. Bei dem Riegel kann ich euch nicht wirklich sagen, wonach das schmeckt. Das Innere schmeckt so ein bisschen nach einer Mischung aus einem Milky Way oder aus einem Mars. Irgendwie so das Zwischending davon und irgendwie ganz komisch, nicht so geil. Aber das Knusprige drumherum mit der Schokolade ist nicht schlecht. Dann habe ich hier jetzt noch die Bianca-Kekse. Das sind Vanille-Schoko-Kekse mit einer Kakao-Creme-Füllung. Da bin ich mal gespannt. Sieht ganz gut verpackt aus, ziemlich Standard, wie ich finde. Okay. Eigentlich ziemlich geil, so die Füllung ist richtig cremig und so. Erinnert mich aber wirklich an sehr, 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 sehr günstige Doppelkekse. Und die Füllung ist ein bisschen flüssiger und schlechter und sonst der Keks passt da irgendwie auch gar nicht zu. Ist nicht mein Geschmack, kann man aber vielleicht in Milch dippen oder so und das Ganze retten. Aber so gesehen, ja, war mal nett, muss aber nicht sein. Zu guter Letzt habe ich dann hier noch, ja, eine Dose Fanta. Nichts Besonderes, ich habe jetzt nur gelesen, dass die mit Süßungsmitteln ist. Ich hole mal kurz ein Glas. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Irgendwie mit 20% Orangensaft steht da drauf, glaube ich zumindest. Sieht aus wie eine Fanta, ne? Riecht nach Orange auf jeden Fall, aber schon eher nach Orangenaroma. Probiere ich mal. Oh Gott. Oh nee. Ist hier keine Kohlensäure drin? Das ist eine Fanta ohne Kohlensäure. Schmeckt so wie diese kleinen Mini-Trinkpäckchen, die man sich holen kann in so einem Riesenpack. Wenn man wieder 10 Kinder mit in den Zoo nimmt und so, und dann kriegt jedes Kind so ein Trinkpäckchen. So in etwa. Also so schmeckt das. Und dann auch mit Süßungsmitteln, gar nicht mein Fall. Schmeckt viel zu günstig für eine Fanta. Puh. Das war die Griechenland-Box von Vernasch die Welt. Mir hat sie wirklich gefallen. Ich finde sie nicht schlecht zum Probieren. Waren viele Sachen bei, die ich noch nicht kannte oder ja, die mir sonst nie vors Auge geflogen wären, sag ich mal. Wie fandet ihr die Box? Lasst mich einfach mal wissen in den Kommentaren. Und ansonsten sehen wir uns bis bald bei Schmackofatz. Willkommen zum heutigen Video. Heute habe ich für euch diese Snackbox von Vernasch die Welt. Hier habe ich jetzt die neue Vernasch die Welt Box. Ja, aus dem Land Griechenland heute. Das ist ein Land. Das ist das Griechenland. Das ist das Land der Griechen. Griechenland. Wow. Mindblowing. Und so eine Beschreibung mit dem Wort Griechenland drauf. Und da drin sind halt eben, ja, das ganze Zutatenverzeichnis verzeichnet. Nochmal neu. Sieht genauso aus wie die Teile. Ein bisschen größer geschnitten vielleicht. Riecht schön intensiv. Verdammt. Na, sagt gejuckt. Sieht so aus wie ein Hallaballa. Halla. Wie heißen die Dinger nochmal? Für das nächste musste ich das schlaue Heftchen. Für das nächste musste ich das schlaue Heftchen ranziehen, was nicht so schlau ist, weil es mir keine deutsche Übersetzung liefert. Also stelle ich euch jetzt den Eokopeta Kurokoyaki Eok vor. Das ist ein weißer Waffelriegel. Das war abstrus.